Hallihallöchen, ihr da draußen. Ich bin's wieder, euer Sipsilby und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daddy Skins. Das Ganze ist sponsored, Gambling ist ab 18, nicht vergessen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, drückt aufs Blüsschen, geht auf den Zahlungsart Continue. Beim Promocode gebt ihr ein Sipsilby anwenden, schon bekommt ihr 5% drauf und ihr unterstützt mich bei der ganzen Sache. Ehrlich gesagt, wir schnacken heute mal nicht lange vor uns her und machen ein kleines Battle auf. Übrigens, das kommt, weil ich mich nicht selber unterstützen kann, ganz klarlich. Wir gehen rein mit den Phoenix Cases. Was machen wir da noch Schönes rein? Die Operation Breakout. Mach mal. Sieh mal. Auf geht's. Four Players, Create Battle. Kommt rein. Kommt her. Code CypressLB. Ich zeige euch, was der bringt. Der bringt nämlich Luck. Weil wir es drauf haben. Wir emoten mal, dass ich hoffe, so Leute unlock, Hallöchen, ich hab hier an. Hier ist schon mal einer. Der 14-1, der denkt sich, den Cypress, den Battle mal jetzt, den Mama weg, den Mama ganz nass hier. Ich denke mir einfach, nein, machst du nicht. Aber irgendwie, wo sind die anderen beiden? Hallo, zwei anderen, kommt doch mal rein. Ich will euch tanzen sehen. Ach, ein bisschen hier die Skins hin und her trainen. Ach, was ist so Schönes. Ah, da sind wir jetzt da. Auf geht's. Was, wer zieht jetzt mal an von dir etwas Krasses? Da haben wir die Guardian in Minimalware. Die ziehen uns schon mal ein bisschen nach vorne. Ach, ich liebe Case Battle. Die sind immer so ein Nervenkittel. Oh, Hallöchen, was soll denn das? Ich bin hier Leader. Ich muss hier bitte einmal ein bisschen mehr. Bitte Factory New. Ich bekomme sie einfach nicht in Backrenew. Das funktioniert nicht. Ich und diese Hard, wir sind nicht ein Herz und eine Seele. Ich merke das schon. Das geht nicht. Das breakt mir mein Hart. Oh, 2 Cent Unterschied. Das so. Oh, sowas liebe ich. Sowas ist super spannend. Ja, er zieht die direkt. Danke für gar nichts. Du hast einfach unsere Liebesgeschichte gerade unterbrochen. Aber wird schon. Wir werden schon noch zurückkommen. Wir werden ja schon noch zeigen, wo hier der Hase langläuft. Oder auch nicht. Ah, ne, okay. $1 Unterschied knapp. Ist okay. Das ist noch aufholbar. Hauptsache. Sehr schöner Pull von ihm. Okay. Wo bleibt eigentlich mein Lila? Ich will nicht Violet, ich will Lila. Ja, steht man's. Eigentlich will ich ja das goldene Symbol hier auch sehen. Also die Game Cases hier auch, Knives drinnen, also hat auch bessere Odds tatsächlich wie bei Game selber. Da ist ja die schöne Field Tested Water Elemental, die wollt man sehen. Auf jeden Fall, hier habt ihr ein wenig bessere Odds wie bei Game. Das heißt, wenn ihr unbedingt mal Cases öffnen wollt, könnt ihr gerne Daddy Skins, da habt ihr die Game Cases auch. Und wir haben den Red Skin. Da haben wir die Asimov. Ja, sehr schön. Dann machen wir direkt den Money Rain. Ja, das ist schön. Da haben wir uns einen guten Pool rausgeholt. Bitte zieht jetzt nichts nach. Außer ein bisschen noch anfüttern. Ich nehme das nämlich gerne. Oh, das waren starke Pools. Aber seht ihr, bei Game hätte ich jetzt halt weiterhin nur blau gezogen. Hier habe ich jetzt einen Red Skin, einen Purple Skin. Oh, schön. Ja. Das Battle haben wir in der Tasche. Wie viel macht das Ganze jetzt da? Wie reich sind wir jetzt da? Heilige, $74 ist das Ganze. Ja, sehr schön. Dann gehen wir auf in die Kisten. Ich glaube, heute ist unser guter Tag. Das heißt, wir werden mal einfach jetzt für das Feeling gehen wir zu unserem Biber und fragen den mal, hast du mit mir heute auch ein gutes Feeling, Biber? Oder sagst du, Cypress, geh weiter. Okay, ist ein okay Feeling. Ist okay. Suchen wir es nochmal. Vielleicht müssen wir erst warm werden, wir beide miteinander. Ich weiß ja nicht. Alles ist möglich. Nein, du willst, dass ich ganz kalt bleibe, ne? Du möchtest einfach nicht, dass ich die Liebe empfange, die ich benötige aus den Cases. Oder? Okay. Sehr schöner Pool. Das probieren wir direkt nochmal. Also die Glock Fade hier rauszupullen, das wäre der Dream. Oder die Hydroponic. Okay. Sehr schöner Pull. Da versuchen wir es direkt nochmal. Also, lieber wenn das so mit uns läuft. Auf geht's. Wo ist unsere gemeinsame Session? Ach, schade. Neon York wäre es gewesen.
Ja, das wäre irgendwann mal mein Wunsch, so in der Liga vom Biber mitzufighten, was Cases angeht. Ah, das wäre ein Träumchen. Aber dafür ist der Cypress leider noch zu klein. Zu klein und zu schwächlich. So wie die Case mich einfach nicht mag. Deswegen werden wir jetzt einfach mal in den Upgrade reingehen. Und mal kurz schauen, was wir hier alles reinböllern. Machen wir hier mal unsere paar Skins, die wir jetzt haben, durchs Battle. Dann machen wir jetzt einfach mal. Haben wir einfach mal 5. Wir belieben auf Ander. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht. Believe. Ah, schade. Okay. Da haben wir beliebt, aber hat nicht geklappt. Das heißt, wir werden mal hierher gehen und sagen jetzt da Select All, Sell to Site, Confirm. Und wir gehen hier weiter und öffnen. Auf was gelüstet es mich? Ja, oh, die D100. Die muss uns nochmal. 1% auf 100 Skins. Ah, was Schönes, bitte. Diesmal nicht. Okay. Du hast es mir gezeigt. Dann werden wir jetzt einmal in die 70% Wurm gehen. Das sind, glaube ich. Ja, 70% aufs Gloves. Wir probieren es mal aus. Schauen, ob das Glück mit uns ist oder eher das Pech. Ja, okay. Wir haben mal ein Gloves gezogen. Sind jetzt nicht die schönsten, aber wir haben mal welche. Und jetzt probieren wir die Fear Knight. Wie viel Prozent haben wir hier? Okay. Rein. Einfach probieren. Und dann ruft uns schon wieder der Upgrader, glaube ich. Schauen, ob es ein Back-to-Back gibt. Oder vielleicht hier. Komm, weiter. What? Die Fennec Fox. Easy. Boah, was ist das für ein krasser Pull. Okay. Wenn ihr jetzt diesen schönen Skin haben wollt, könnt ihr euch den Skin einfach send to Steam, drückt hier was an. Leider ist der aktuell ein bisschen teurer, das heißt, es wird von der Balance ein bisschen weggerechnet werden, leider. Und send to Steam und schon geht's los. Oder ihr sagt euch, hey, ich will aber was in der gleichen Preisspanne haben, geht hier auf, oh, ich muss ganz kurz hier ein bisschen, mein Maus mag mich heute nicht, auf Exchange, drückt auf den Skin und schon, ich mache dann meistens hier noch 300. Ein bisschen runtergesenkt. Schauen wir uns mal hier. Oh, die wäre cool. Die lassen uns dann exchangen. Das kann ich euch auch gleich zeigen. Sonst machen wir einfach mal ein schönes Knifechen. Machen wir einfach Exchange. Schnappt ihr die 300 Euro da und 92 Euro noch Balance. Könnt ihr euch den sofort auscashen. Ich will hier nochmal rein und nochmal jetzt mein Glück versuchen. Vielleicht kommt der Skin nochmal. Ich würde es feiern. Oh, bleibt doch hier. Boah, wäre das schön gewesen. Okay, die Case meint halt gut mit mir. Die meint halt verdammt gut, aber leider reicht das Budget zwar noch für einen Opener, aber nee, da schauen wir uns lieber doch nochmal anders um. Was wir hier noch haben. Give me that. Give me that. Give me that. Ich will es. Ich will es. Ich wollte eigentlich das M9 Bayonet Lore, aber ich nehme auch das. Kein Problem. Kein Problem. Was haben wir jetzt hier alles drin? Ja, hier ist was Schönes. Ich hätte einfach gesagt, jetzt auf mal 2 wäre das 16. Machen wir einfach 30 Dollar mal hoch. Wollen das hier. Stecken nochmal unsere Balance rein. Roll over. Und wir versuchen es einfach. Vielleicht gönnt Daddy den Upgrade auch noch. Believe it. Come on. Nee, ja, nee, ja, nee, ja, ja, nee, 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 ja. Vielleicht, maybe, eventuell. Ja, nein. Ach, schade. Es war ein Fail. Okay. Aber wir gehen heute mit krass was raus. Schöne Skins. Und wenn ihr auch mal Bock habt zu spielen, gerne mal den Code CypressLBB verwenden. Und ich habe gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es heißt Cypress geht vielleicht wieder pro. Nee. Nee, never ever. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin so CypressLBB. Ciao.